Und schon wieder zurück zu Tyranny. Und ja, ich habe mir gesagt, eine Folge nehme ich noch auf. Eine Folge noch, dann gehe ich aber wirklich schlafen. Also wirklich dann, dann wirklich. Dann gehe ich schlafen, das ist versprochen. Ha, ja. Okay, machen wir das mal so. Ich glaube fast, das ist nicht mehr so relevant. Wir wurden nach oben eingeladen und haben jetzt unseren eigenen Richter, dem wir dann Gesetze vorlegen können, die in unseren Namen ausübt und spricht. Archon, change has come to the Tears, and in time it will reach the Empire itself. You are the agent of that change, and even I could not have predicted what impossible heights you would reach. The time has come to take up the gavel and usher in a new age of structure and law to the Tears. You will henceforth define justice for the rest of us. I will follow your lead and endeavor to follow your design. Ich schätze deine Loyalität und dein Vertrauen. As the ruling Archon of the Tears, I submit to your authority and thank you for bringing order out of chaos. Go and represent the strength of law. Be the example the Tears require. The force that keeps them together, and the hope for their future under one rule. Let your justice know no mercy but that which you impose. Civilization itself will bend according to your design. Never forget this. Das ist ein sehr seltsames Gefühl. Ich erinnere mich sehr gut daran, wie wir hier hingekommen sind und ihm geschmeichelt haben, weil wir einfach... Wie ist das alles passiert? Und wir ein loyaler Agent waren für Tunon, für Kairos. Und jetzt... Es fühlt sich... seltsam an. Aber darüber, ganz darüber hinaus, diese ganze Entwicklung, diese ganze Geschichte, alles, was uns bis hierhin geführt hat, es fühlte sich vollkommen selbstverständlich an, diese Macht zu übernehmen und Kairos jetzt in Frage zu stellen. Weil wir es können, weil wir die Macht dazu haben. Ist das das Spiel, das mich so verändert hat? Wir haben Tunons Lehenstreue. Dann ist ja im Prinzip nur noch ein Archont übrig, der beseitigt werden muss. Will do. Und das ist Nerats Stimmen. Hey Lyra, du dienst dem neuen Oberherren. Was denkst du darüber? Ist diese Bande für dich so in Ordnung? Okay. Alles klar. Kann ich hier rasten? Kann ich. Puff. 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 Nerat. Oh, Nerat. Der Frieden ist aufgehoben. Deine Reise wird von einem Boten vom Turm des Berges unterbrochen. Die Augen des kleinen jungen Mannes, der strähnige Haare und einen überraschend dichten Vollbart hat, sind blutunterlaufen. Er scheint ziemlich nervös zu sein. Der Bote sagt dir, dass das Apextal von einer stetig ansteigenden Zahl Geister heimgesucht wird, seit du das Edikt gegen deine Feinde bei Vendriens Brunnen verkündet hast. Diese Kreaturen scheinen auf alle Lebewesen Jagd zu machen, weshalb sich die Bevölkerung von Apex voller Angst versteckt, anstatt sich um die Felder zu kümmern. Wenn das so weitergeht, wird das von dir beanspruchte Land nicht in der Lage sein, deinen Turm zu unterstützen, ganz gleich wie rigoros deine Steuereintreiber vorgehen.
Der Bote fragt dich, welche Befehle du zurück zum Turm schicken willst. Du bedrängst den Boten, dir mehr Details zu verraten. Er sagt dir, dass überall im Tal vereinzelt Geister gesichtet wurden, aber dass sie verstärkt um die Zitadelle von Vendriens Brunnen und in den Bergen vorkommen, die das alte Herrschaftsgebiet umringen. Im ganzen Tal haben sie mehrere Reisende attackiert und Nutztiere niedergemetzelt. Angesichts der Tatsache, dass sich die Farmer immer noch von der Eroberung, dem Aufstand der Vendrienwache und dem darauffolgenden Bürgerkrieg der Archonten erholen, hätte das Erscheinen der Geister in Apex zu keiner schlechteren Zeit kommen können. Du überlegst dir, wie du am besten mit der Bedrohung umgehen sollst und dein Edikt verursacht hat. Geister weglocken, Verbündete um Unterstützung, Geister weglocken. Wohin denn? Welche Verbündeten? Die Geschmähten? Du stellst die Theorie auf, dass eine konzentrierte magische Handlung durch einen Mystiker in einem anderen Turm die Geister vom Turm des Berges weglocken könnte. Mit einem Edikt zu konkurrieren wird zwar kein leichtes Unterfangen sein, aber dieser Plan könnte das Problem ohne weiteres Blutvergießen entschärfen. Du bezweifelst natürlich, dass sich die Bevölkerung in der Gegend um den Turm herum über durch Magie angelockte Geister freuen würde, aber sie sollte besser mit ihnen umgehen können als die Apex-Bauern. Nun bleibt nur noch eine Frage offen. Welchen Turm möchtest du als Köder benutzen? Letians Kreuzung nicht, oder? Letians Kreuzung hat den Helm. Du schickst deine Gesandten mit deinen Befehlen zum Turm. Jeder körperlich gesunde Magier soll zur Turmspitze kommen, um dort mit anderen ein Gruppenritual auszuführen. Das Sendschreiben fährt fort, dass das Ritual mindestens eine Nacht und einen Tag lang dauern muss, wenn möglich noch länger. Der Turm wird die Magie natürlich verstärken, was die Geister hoffentlich von den Farmen des Tals weglocken wird. Der Bote dankt dir für deine Zeit und bricht auf, um die Erfüllung deines Befehls in die Wege zu leiten. Es ist mir klar, dass die das nicht mögen, die bronzene Bruderschaft ist mir egal. Die Eisengebundenen, Letians Kreuzung, aber Letians Kreuzung hat den Helm. Das hat niemand anderes in den Stufen, niemand. Besiege die Truppen des Scharlachroten Chors. Oh mein Gott. Das heißt, wir werden uns jetzt hier durchschnetzeln, wie nichts Gutes. Wirklich. Spaß! Another battle. Oh, das könnten aber sehr viele Kämpfe werden. Ich mach hier mal. Pity, you won't enjoy this as much as I do. Bleed out, you little shit! It's a hit! Das wäre also die Gegend gewesen, die wir erlebt hätten, wenn wir uns Nerath angeschlossen hätten. Our time together has not gone to waste. Dass die vom Chor jetzt aber nicht von Nerath abschwören, das wundert mich ein bisschen, weil, seien wir ehrlich, die haben mittlerweile erlebt, dass wir ein Edikt verkündet haben. Die haben erlebt, wie ihre Armeen wieder und wieder in die Flucht geschlagen wurden. Sie haben erlebt, wie sich Nerath zurückziehen musste. Eigentlich gerade bei dem Chor, der ja eigentlich nur aus jetzt nicht so unbedingt loyalen Leuten zusammengesetzt ist, müsste man erwarten, dass sie sich zurückziehen, dass sie flüchten. Thank you.
Ich bereite mal gerade ein bisschen was vor hier, ne? Ich hab da so ein bisschen die Sorge, dass wir gleich auf etwas stoßen werden, was... Achso, das sind aber ziemlich viele, die ich da jetzt... Will natürlich nicht alle reinpacken, das ist... Blödsinn. Kann ich das nicht irgendwie aufteilen? Warte mal. Kann ich das nicht irgendwie aufteilen? Mit SDRG nicht, mit Shift auch nicht. Ich kann es nicht aufteilen. Na gut. Dann machen wir es eben so. Das passt auch. Sagen wir hier noch 117 einfache Heiltrank. Hoi. Also einfache Heiltränke haben wir mehr als genug. Da müssen wir nicht uns einschränken. Wichtig ist, dass unsere Leute am Leben bleiben, auch wenn gerade kein Heilzauber zur Verfügung steht. Bei Lyra möchte ich aber auch noch einmal bitte... Hatten wir nicht hier interessantes Gift, Unsichtbarkeitstrank? Nee. So. Sollte passen. Auf geht's. Was für eine Freude. Die Kurstärke. Ach, sie haben sich hier Tiermenschen gehalten. So, so. Fall before me. Damn thing couldn't pierce cloth. Fall before me. Jetzt soll ich doch mal auf den Zweihänder umschwenken. Nur so aus Freude. Aber wieso die Tiermenschen mit dem... Oder habe ich das bei der Eroberung falsch verstanden? Damals, vor vielen, vielen Folgen. Das kann natürlich auch sein. Ihr zündet euren neuen Oberherren an. Wie könnt ihr es wagen? Ja, das ist übrigens nochmal die andere Geschichte. Das fällt mir gerade mal so ein. Es mag ja sein, dass wir jetzt hier um die Vorherrschaft kämpfen. Inwieweit wird Kairos denn... Ich bin sicher. Kairos wird... Ach, guck dir das mal an, was die hier veranstaltet haben. Ich bin mir sicher, Kairos wird darauf gesetzt haben, dass Bladen Mark, Tunon, Nerat oder Ash... Dass einer von denen uns umbringt. Wenn das nicht passiert, wenn Kairos erfährt, dass Tunon uns die Lehnstreue geschworen hat, dass Ash vielleicht uns die Lehnstreue schwören wird, was wird Kairos dann tun? Mit Sicherheit nicht da oben sitzen und sich denken, ach naja, da ist halt jetzt jemand, der genauso mächtig ist wie ich. Ist ja überhaupt kein Problem. Das kann ich mir nicht vorstellen. That's how it's done. Damn thing couldn't pierce cloth. Fall before me. I think that one hit bone. Das heißt, Kairos wird mit Sicherheit noch irgendetwas tun, um dagegen vorzugehen. Und das wird vermutlich dann die tatsächlich letzte Schlacht werden. Konfrontiere Nerats Stimme. Huch! Helm eines Purpurspiel. Ja, ist ganz nett. Ist ja auch noch ein bisschen was zum Looten. Ich muss trotzdem den Loot mitnehmen. Ihr wisst, es führt kein Weg dran vorbei.
Ich kann es nicht liegen lassen. Das würde gegen meine innersten Prinzipien verstoßen, weil ich immer das Gefühl haben würde, da liegen noch Sachen rum, die ich mitnehmen könnte. Hui, blutgetränkter Mantel, Raserei. Oh, warte mal, das könnte aber wirklich was für sie sein. Was hat sie denn hier aktuell? Schurken. Ja, den blutgetränkten Mantel packen wir jetzt mal drauf. Ah, komm. Lyra, Lyra, Lyra. Hm? Und ich bin sehr stolz auf unsere kleine Truppe hier. Eine Wüterin, einer von den Geschmähten. Die haben sich hier richtig gut zusammengerauft. Richtig gut. Vielleicht ist das der Grundstein unseres neuen Reiches, das wir gründen werden. Das wahrscheinlich nicht lange besteht, weil Kairos voll ausflippen wird und uns alle umbringt. Der war doch tot. Der Boden des Zeltes ist übersät mit Speiseresten und Stofffetzen. Ja, die haben sich hier wirklich, die haben hier gehaust wie bei Hempels unterm Sofa. Es ist unglaublich. Ach, hier kann ich mich ausruhen. Schön. Ah, halt, 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 halt. Hier ist noch Loot. Das sieht man zum Glück hier auf der Karte. Das habe ich nicht gesehen. Aber hier. Bluthund-Kapuze. Ja, aber das ist nichts für Lyra. Lyra ist kein Bluthund. Sie verdient nur die ausgesprochen beste Rüstung, die sie kriegen kann. Gerne auch vom Chor, weil das nun mal ihre Herkunft ist. So. Nerat, es wird Zeit. Ich denke, wir können unsere Dispute nun beilegen. Endgültig. Wen haben wir denn da? Your campaign ends here, maggot of unreason. We have no intention of joining the uncounted corpses littered in your path. For all the fealty to the disfavored, has the Archon of War ever set you above his northern inbreds? No. He would have sacrificed you 10 times over to save some brain-dead grunt from stubbing his toe. Und das weiß ich zu schätzen, dass er das so tut. Das weiß ich absolut zu schätzen, weil er seine Leute auch über die steht, über die stellt, die vermeintlich ihm einen Nutzen bringen können. We could have been magnificent together. But instead, we will have your bones fashioned into a scepter, your skin knotted into a belt, and your tongue fed to crows. At least crows know the meaning of respect and gratitude. Die Welt braucht dich nicht, du Monster. If you only knew. We are the capstone of the Empire, the intellect behind the monotonous laws, the blade pressed on every throat. You! Nothing. You aren't worried that this is a bit hasty? Not that I won't come along for the experience, but no one has challenged the Archon of Secrets and survived. I hope you'd thought this through. Wäre es ein Problem für dich, wenn ich gegen den Archonten kämpfe? No, we're in a gang. Sometimes I may talk like I'm ready to ditch you, but you're the boss. I've got your back, but I also have to take a good hard look at your judgment before I follow you head first into the unknown. The Voices of Nerat is a terrifying, centuries-old mastermind, and neither of us have been around as long as him. That point seems worth emphasizing. I really, really hope you understand that he's going to hurt us. Ja, und wir werden ihm auch wehtun, da bin ich überzeugt. It's true. We promise. If you're up to it, then I'm with you. I've killed my share of gang bosses, and it doesn't take a genius to know when a leader is flagging and needs to be replaced. No offense, Archon. None taken, wretched girl. We have never been more proud of you than at this moment.
You are everything the Chorus strives to become. Sollen wir gemeinsam seinem jämmerlichen Dasein ein Ende setzen, Lyra? Sounds like a plan to me, Boss. I'll sleep a lot better knowing there's one less parasite in the world. A little spy is right about one thing, you know. You're going to die, screaming. But your awareness will live for eternity, suffering within our magnificence. Attend to us, darlings! There is more than one way to skin a Fatefinder, and we will show you as many as possible. Nerats Stimmen bereitet sich auf den Angriff vor. Das dürfte interessant werden. Come, gather around and watch us destroy the Fatebinder. Your days end here. Huh. We can do this. Ey, der holt sich Hilfe ran. Das ist ja unfair. Ready for another? Was? Was war das denn? I did not see that coming. Ja, er ist zweifelsohne eine Gefahr, die wir nicht unterschätzen sollten. Selbst auf diesem Schwierigkeitsgrad, auf dem wir sind, der ist ja nicht der höchste. Ganz im Gegenteil. What could make this better? Oh, right. More of us. Ja, das war zu erwarten, dass er den Kampfstil bevorzugt, in dem ganz, ganz viele Leute ihm helfen, weil das die Art des Chores ist. Das ist nun mal so. That was just luck. So warm and great. So few of you, so many of us. Hardly seems fair, does it? Ja, das kommt drauf an. Das ist halt die Frage. Folgt man eher dem Credo, dass eine riesige Masse an untrainierten Kämpfern das Ganze schaffen kann, oder eben eine Gruppe von hochtrainierten Kämpfern? Ich glaube an Letzteres. We can do this. Forget it. We'll try something else. Wie sie da oben stehen und ihn feiern. Aber auch er wird fallen. Unweigerlich. Du kannst gut damit auskommen. Jetzt bin ich ganz froh, dass ich wieder die zwei Hände gewechselt habe. Weil wir jetzt hier unser Panzertierchen haben. Er schafft es, die abzulenken, während sich die anderen um Nerat kümmern. That's it. Bleed for us. A little help? Ein bisschen Hilfe könntest du gebrauchen, ja. That's how it's done. No. Pay attention, kids. You might learn something. Er hat nur noch einen Punkt. Er ist schwer verwundet, dem Tode nahe. Und es hat irgendwie was. Es hat was Lyrisches, dass ausgerechnet Lyra diejenige ist, die ihm wahrscheinlich ein Ende bereiten wird. Oh, das wollte ich gar nicht. Das fände ich nämlich sehr ansprechend, dass sie diejenige ist, die es tatsächlich vollbringt.
Was für ein wundervoller Beweis ihrer Loyalität. More of us. I've got it. Sweet merciful Kairos, not again! Not a problem, boss. Oh, I don't know my own strength. Approach us, you insignificant little morsel. We would have a word with you. Der Archon greift nach seiner Robe, durch deren Risse mattgrüne Flammen leuchten. Sag, was du willst, Kreatur. Whatever the thoughtless rabble may whisper about this moment, don't delude yourself into thinking you are powerful, that you matter, or that someone out there isn't greater still. We came from nothing. Our deeds defined us to the people, and the people knew us as a monster. Did you imagine we were always flames, voices, and secrets? Think on that, you Archon of misguided decisions. Ja, ich könnte niemals so werden wie du. Couldn't you? How much you've changed since this war began. Imagine, if you subjected that same pressure to centuries of time. We don't have to wonder. But you do. You have all the time in the world. Irgendetwas daran scheint Nerats Stimmen lustig zu finden, denn er beginnt zu lachen. Kurze Lacher entwickeln sich zu heftigen, unkontrollierbaren Anfällen, verrückten Vergnügens. Nerats Stimmen lässt seine Hände von seiner Robe fallen. Genau die Flammen, die ihn als formloses Wesen definiert hatten, werden nun zu einem Feuersturm aufgewiegelt, in dessen Feuer er verbrennt. In deinem Hinterkopf hörst du einen entfernten, unzusammenhängenden Chor von Schreien, der aber so schnell verstummt, wie er erklungen war. Der Archont der Geheimnisse vergeht vor deinen Augen. No! Not like this! We were so close! Scheiße. Ich vermute, das ist gerade geschehen. Gut, dass ich immer noch in der Bande bin, stimmt's, Chef? So much knowledge was in that hive of a creature. If Nerat weren't such a wanton monster, I'd almost shed a tear for his passing. Just think of how many tomes his minds could have filled. Though I suppose most of it would have been sketches of torture and fornication. Ist dieses Ding endlich tot? Ich frage deshalb, weil es schwierig genug war zu sagen, ob er lebte. Nun, lieber Chor, ich habe euren Chef umgebracht. Das bedeutet, ihr schuldet mir Gefolgschaft. Ach, jetzt geht ihr. Ach, guck mal an. Naja, okay. Was hat er denn da versteckt? Naja. Und noch ein bisschen Schinken obendrauf. Warum auch nicht? Da. Sanfte Berührung. Oh, das ist was für Lyra. Todesschrei. Und abermals hat sich unsere Macht erhöht. Lyra. Ist drei. Shiny. I like it. Tja, es ist nur gerecht, dass du seine Waffen trägst. I see you there. Yes. Und damit. Pelox wurde ein Speer durch den After getrieben. Diese degradierende Zurschaustellung soll alle überlebenden Angehörigen der Vendrin-Wache entmutigen, die über sein Schicksal erfahren. An seiner Rüstung ziehen sich getrocknete Schleimspuren hinab, die fortwährend von Hordensoldaten mit schlimmen Erinnerungen, an den Apex-Feldzug erneuert werden. Ja, das hat jetzt ein Ende, dieses Verhalten.
Es ist kaum jemand vom Chor geblieben, um sich um das Zeug zu streiten, das zurückgelassen wurde. Heute ist wohl mein Glückstag. Der Chor ist in Auflösung befunden. Befindet sich in Auflösung. Meine Güte, es ist nicht mehr spät, es ist schon früh. Es ist schon früh, man verzeihe mir das. Ja, Lyra. Du gehörst jetzt zu unserer Truppe, jetzt auch ganz offiziell. Und wie schön, dass sie jetzt Nerats Waffen trägt. Quasi als seine Nachfolgerin, aber... Naja, bei Lyra ist man sich ja nie so ganz sicher, oder bin ich mir ja nie so ganz sicher gewesen, weil sie hat ja schon sehr viele von diesen Eigenarten auch übernommen, ne? Das ist nicht so ganz einfach mit ihr, aber... Ich bin zuversichtlich, dass wir sie auf die richtigen Bahnen lenken können, wenn sie bei uns bleibt. Und ich möchte, dass sie bei uns bleibt. Es gibt jetzt noch eine Sache, der wir uns zu widmen haben, das ist... Raven Ash, ich würde mir wünschen, dass er sich uns anschließt und dass er Barik in meine Dienste entlässt, damit wir Barik aus dieser Rüstung herausholen können, diese ungerechte Strafe von Kairos, damit wir dieser Ungerechtigkeit endlich Einhalt gebieten können. Wie, ob, was, wann, das erfahren wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bis hierhin, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei und ich sag einfach mal bis gleich. Und vor allen Dingen gehe ich jetzt schlafen, denn ich möchte... Alles, was jetzt kommt, möglichst wach und möglichst mit klarem Geiste. Das waren jetzt gute 7 Stunden Aufnahme am Stück. Alles klar, ich glaube, ich habe ein bisschen im Voraus aufgenommen. Na gut, bis gleich. Tschüss!